Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pink Panther und die Zauberformel. Ja, bitte wundert euch nicht, dass ich jetzt hier nur noch einen einzigen Spielstand habe, denn mir ist ein kleines Missgeschick passiert. Ich wollte ein anderes Spiel installieren, das auch unter Windows 3.1 läuft, was auch gut geklappt hat. Allerdings konnte ich es nicht starten, denn dieses Spiel braucht eine 800:600 Auflösung. Pink Panther und die Zauberformel läuft aber auf einer 640x480 Auflösung und die beiden Spiele laufen nicht auf anderen Auflösungen, beziehungsweise Pink Panther schon, aber es läuft dann in so einem kleinen Fenster. Das ist nicht so toll. Deswegen habe ich halt versucht, den Treiber zu ändern. Ach, nicht den Treiber, die Auflösung, so. Was eigentlich bei Windows 3.1 direkt dazu führt, dass man einen Neustart durchführen muss, was ich dann auch gemacht habe. Und dann ließ es sich nicht mehr starten. Ja, da habe ich mir gedacht, ja toll. Toll, jetzt kann ich hier nicht mehr Windows 3.1 starten. War aber erstmal nicht weiter schlimm, denn ich hatte noch eine Sicherheitskopie. Leider hat mir da aber der Save State gefehlt, also der Spielstand. Und ja, muss ich alles nochmal spielen. Aber ich habe wirklich nur bis dahin gemacht, wo wir beim letzten Mal waren. Und ich habe sonst nicht weitergemacht, ich habe auch nichts ausgelassen. Also sind wir, für euch ändert sich nichts quasi. Ich wollte es halt nur mal eben erzählt haben, so. Wir waren gerade eben in Indonesien und ich bin da in Burma, genau gesagt, im Urwald von Burma. Und da müssen wir den Träger der menschlichen Seele finden, diesen Nashornvogel. Aber da konnten wir jetzt nichts mehr machen, deswegen bin ich ins Schwarze Loch. Und jetzt starten wir Kenia mal einen Besuch ab und gucken, ob wir da nicht irgendwas finden, um den Nashornvogel dazu zu bewegen, aus seinem Loch herauszukommen oder ihm irgendwie zu helfen. Denn den brauchen wir ja. Nötig, damit wir Violet wieder erwecken können. Und das ist eine Seite. Großartig. Noch eine Seite aus meiner Enzyklopädie. Ich war da immer voll fasziniert, wie diese Seiten da so rumfliegen und solche Blasen sind. Das fand ich aber irgendwie cool. Vor allem, weil alles andere halt aus 2D-Sprites besteht. In wenigen Augenblicken klettern wir in den Korb und schalten den Brenner ein. Dann schweben wir langsam in die Luft und beginnen unsere Reise über den Masai Mara Nationalpark in Richtung Victoriasee. Der Victoriasee ist übrigens der zweitgrößte Süßwassersee der Welt. Wer eine Menge Wasser sucht, ist hier gerade richtig. Gut, ab geht die Post. Ups. Kruzi Türken, der Hebel, der den Brenner einschaltet, ist weg. Ich brauche dringend ein Ersatzteil. Und die klatschen auch noch, ist klar. Nee, Leute, da habt ihr was missverstanden. Das ist eine schlechte Nachricht. Tja, cool, wie die hier noch so am Filmen ist. Mit so einer überdimensionierten Kamera, ja. Ich weiß gar nicht, ob es zum Zeitpunkt des Erscheinens des Spiels schon Digitalkameras gab. Jedenfalls waren sie, wenn es sie damals gab, dann waren sie noch nicht so groß in Mode. Aber ich glaube, die sind sowieso erst später rausgekommen. Aber nun gut, reden wir mal mit dem netten Herrn hier. Vielleicht können wir ihm mal helfen. Da du nicht hier bei uns im Korb bist, könntest du ja vielleicht ein Ersatzteil besorgen, mit dem ich den Hebel ersetzen kann. Seid ihr zu voll zum Aussteigen oder was? Na gut, wir können nur in diese eine Richtung. Dann laufen wir einfach mal dahin und gucken, was wir so Schönes finden können. Ich kann mich an Kenia nicht mehr erinnern. Also an Indonesien hatte ich noch so bruchstückhafte Erinnerungen, aber an Kenia gar nicht mehr. Und an Griechenland, was dann danach kommt, habe ich auch keine Ahnung mehr, was da war. Oh, was ist das denn Schönes? Nehmen wir mal mit, ein Schnabel. Ach du Schreck, das sieht aus wie ein Vogelschnabel. Wirklich traurig. Ja. So, was haben wir hier? Früchte? Was ist das denn Schönes? Ein großzügiger Baum. Ja, was ist das denn für eine Frucht? Was genau ist das? Ich hätte ja erst gesagt, eine Papaya oder so, aber die sind nicht, die haben nicht diese Farbe. Ach, ich habe keine Ahnung. Ich kenne mich bei afrikanischen Früchten nicht so sehr aus. Ich bin hier der Boss. Wollte sagen, der König der Tiere. Klar, ich bin der Löwe. In einem Rudel laufen manchmal bis zu 37 Löwen mit. Und unsere Damen verlassen übrigens das Rudel nie. Sie sind wesentlich kleiner und sie haben viel zu tun beim Jagen.
Manchmal tanzen sie uns Männern auf der Nase herum. Da hinten. Oh, und weg war's. Hey, Leo! Fressen! Sofort! Boah. Ja doch, Liebling. Das arme Gnu ist weg. Ah, Band auf den Zebra gekommen. Ja, also die Löwenmännchen haben schon ein Lotterleben. Die liegen da in der Sonne, während die Frauen auf die Jagd gehen und sie kriegen dann Fressen. Ja. Na gut, aber sie müssen halt auch auf die Herde aufpassen. Oder, ne, nicht auf die Herde, auf das Rudel natürlich. Löwen haben doch keine Herde. Zumindest nennt man das nicht so. Nennt man diese Rudel? Ich bin mir gerade nicht sicher. Es gibt ja viele verschiedene Bezeichnungen. Aber, naja, egal. Wir können mit dem Zebra reden, dem Elefanten, Nashorn. Und mit der Schlange leider nicht. Dann ist der Ballon. Na, reden wir mal mit dem Zebra. Hallo. Man erkennt schnell, wer ich bin. Ich bin ein Zebra, ein Pflanzenfresser. Ich fresse also nur Pflanzen. Aber das hält fleischfressende Tiere nicht davon ab, mich zu fressen. Meine Streifen sind übrigens dazu da, Raubtiere, die mich verfolgen, ein bisschen zu verwirren. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Weil Wissenschaftler haben nämlich vor kurzem herausgefunden, dass das der Abwehr von Fliegen dient. Weil die, also so einer bestimmten Bremsenart oder Fliegenart, irgendeine Insektenart, weil die Zebras durch diese Streifen nicht erkennen können. Ob da jetzt was dran ist, weiß ich nicht, also ob da mehr dran ist als die Tarnung, aber auf jeden Fall macht es in meinen Augen wesentlich mehr Sinn, als dass die versuchen, sich damit in der Savanne zu tarnen, denn schwarz und weiß ist keine gute Tarnung in gelbem oder grünem Gras, nicht wirklich, nein. So, haben wir mit der Schlange, können wir nicht reden. Elefant, hi, wie geht's dir? Elefanten sind coole Tiere. Ich, Elefant, bin das größte lebende Landsäugetier. Toll, was? Wir sind alle sehr intelligent. Aber unsere Intelligenz hat uns vor den Menschen auch nicht geschützt. Die Folge der Intelligenz war nur, dass wir in Zirkussen auftreten mussten. Ist, dass man immer noch Jagd auf uns macht. Manche Menschen sind so begeistert von unseren Elfenbeinstoßzähnen, dass sie uns die Dinger unbedingt abnehmen wollen. Die Jagd auf uns ist illegal, aber das kümmert Wilderer nicht. Es gibt unter den Menschen eben auch viele böse Menschen. Ich weiß ehrlich auch gesagt auch nicht, was jetzt an Elfenbein so besonders toll ist. Also ob das jetzt besonders, was weiß ich, schwer in der Hand liegt oder eine tolle Oberfläche hat. Ich habe keine Ahnung. Ich habe noch nie Elfenbein in der Hand gehabt. Ich meine, es gibt natürlich auch so Elfenbein-Schachfiguren und all sowas. Aber ob man es jetzt braucht, ich weiß ja nicht so recht. Nashorn mit den ganzen Fliegen drumherum. Ich bin das Nashorn. Ich sehe zwar wild aus, aber ich bin ein strenger Vegetarier, ob du es glaubst oder nicht. Wusstest du, dass 3 von 5 Nashornarten vom Aussterben bedroht sind? Die Menschen sind ein bisschen beknackt. Sie glauben, dass in unseren Hörnern Zauberkräfte schlummern und deswegen jagen sie uns. Du kannst dir vorstellen, dass ich das skandalös finde. Ja, wenn mich jemand wegen meinen Zähnen oder so jagen würde, fände ich das auch skandalös. Aber glücklicherweise bin ich ein Mensch und ich habe jetzt nicht so besondere Sachen, die Menschen haben wollen. Außer vielleicht irgendwie meine Organe oder so, die dann auf dem Schwarzmarkt verkauft werden. Aber glücklicherweise lebe ich in einer Gegend, in der das jetzt nicht so häufig vorkommt, dass man entführt wird und einem dann einfach die Organe entnommen werden. Also ja, wie auch immer. Egal. Kommen wir zu was anderem. Der Giraffe nämlich. Ich bin das größte Tier mit dem längsten Hals der Welt. Manche von uns sind bis zu 6 Meter groß. Was denkst du, ob meine Zunge so lang ist wie mein Hals? Meine Zunge ist 46 Zentimeter lang. Nicht schlecht. Da kann man neidisch werden, was? Kommt drauf an, was man damit macht, ne? Aber wir wollen hier mal jugendfrei bleiben. Deswegen gehen wir darauf nicht weiter ein. Hallo, du Gnu. Willkommen.
willkommen im Masai Mara Nationalpark. Das ist meine Heimat. Sie reicht von Kenia bis Tansania. Hier kann man uns Gnus jedes Jahr wandern sehen. Etwa 1 Million von uns laufen dann quer durch den Nationalpark. Allerdings werden viele von uns von den Löwen und Hyänen verspeist. Aber so ist das Leben. Das im Hintergrund da ist übrigens der Kilimanjaro, zumindest müsste das sein, der höchste Berg von Afrika. Da kann man sogar Skifahren drauf, theoretisch zumindest, weil da liegt Schnee. Ja, es gibt in Afrika Schnee, zumindest im Winter. Im Sommer ist der mittlerweile zum Großteil oder komplett abgetaut, ich weiß es jetzt nicht genau. So, also da hat man dann wirklich nur ganz oben Schnee. Wie auch immer, Hyäne. Oh, mit dem Panther kann ich auch noch reden. Ein anderer Panther. Hey, mein Artgenosse. Aber erstmal rede ich mit der Hyäne. Tja, was soll ich sagen? Ich bin eine Hyäne. Die meisten hier draußen finden mich nicht besonders sympathisch, weil ich alles fresse. Tot, lebendig, jung oder alt. Ich bin nicht sehr wählerisch. Ich bin hier der Tolle. Ich bin ein Gepard. Allerdings bin ich auch vom Aussterben bedroht. Wir sind die schnellsten Landlebewesen auf diesem Planeten. Ich kriege manchmal 110 pro Stunde auf meinen Tacho. Und dabei schwitze ich noch nicht mal. Bis bald. Tschüss. Ja, Hyänen dürfte ja auch jeder kennen. Allein aus König der Löwen. Da haben sie ja auch eine sehr große Rolle, die Hyänen. Ja. So, und jetzt reden wir mal hier mit unseren Arztverwandten, mit unseren Cousins. Paulchen. Hi. Paulchen Panda, bist du's? Ich bin sprachlos. Seht ihn euch an. Hey, Kumpels, kommt. Ich will euch meinen Cousin vorstellen. Nur zu, nur zu. Ich fasse es nicht. Der große Hollywood-Star hier draußen, mitten in der Pampa. Tja. Und du bist so angezogen wie immer. Ganz in rosarot. Tja. Brüllst du noch so wie früher? Keine Ahnung. Früher ist ja schon lange her. Ich wette, in deinen tollen Fernsehsendungen und in deinen abgefahrenen CD-ROM-Spielen hast du nicht viel Verwendung für deine Brüllereien. Übrigens, ich bin ein Fan von dir. Oh, das freut mich. Toll. Einfach toll. Mach schon, Kumpel, um der alten Zeiten willen. Leg noch mal so richtig los, so wie früher. Naja, vielleicht nur ein einziges, klitzekleines... Einfach cool. Es klingt noch so wie früher. Ich weiß nicht, ob das jetzt gut ist oder schlecht. Na gut, es hat uns jetzt nicht viel gebracht, mit den Tieren zu reden. Kann ich mit dem nochmal reden? Paulchen. Paulchen Panda, bist du's? Ach, der sagt nur das Gleiche. Das überspringe ich mal. Mach schon. Ja, komm. Mit der Schlange kann ich nicht reden. Ja, dann war das mehr oder weniger sinnlos. Okay, dann gehen wir mal ins Dorf darüber. Das müsste ein Dorf der Maasai sein. Einem Stamm, der in Afrika ansässig ist. Mit Ziegen. Und einem kleinen, böse, dreinguckenden Männchen. Ich rede erstmal mit dem alten Typen hier. Hallo, wie geht's dir? Kommst du vielleicht von der Missionsstation? Nö. Diese ewige Einmischerei reicht uns langsam. Alle Welt behauptet, wenn wir Maasai nicht tun, was der weiße Mann uns befiehlt, würden wir gewiss aussterben. Wir Maasai sind sehr anpassungsfähig. Aber wir wollen uns nicht an eure Lebensweise anpassen. Wenn nötig, geben wir die Viehzucht auf und jagen. Wenn sein muss, geben wir auch die Jagd auf und legen Felder an. Wir sind stark in unserer Gemeinschaft und helfen uns durch die Emutai. Emutai? Emutai? Bedeutet Zeit der Katastrophen. Und mein Volk hat viele durchgemacht. Aber keine war so schlimm wie die im 19. Jahrhundert. Da gab es Dürre, Hungersnöte und Pocken. Die Rinderpest vernichtete unser Vieh. Aber wir überlebten trotz allem.
Und heute geht es uns gar nicht schlecht. Solange wir unser Vieh haben, fehlt uns nichts. Wie kommt es, dass die Maasai sich ganz der Viehzüchterei gewidmet haben? Anscheinend besitzt jeder Maasai Vieh. Das werden sie dir selbst sagen. Kommt, Jungs, singt dem was vor. Oh, da kommt ein Song. Ja, ich bin still. Viel Spaß dabei. The first Maasai was a man they called Macinta, and God spoke unto Macinta and said he'd send him down some cows. Send him some cows. God told Macinta build a cattle enclosure. That's the call a crowd. And before you know it, God told Macinta, there'll be cattle on the ground. The first Maasai was a man they called Macinta, and God spoke unto Macinta. Said he'd send him down some cows. Send him some cows. Now Macinta thanked God in advance and asked him what in return he'd seek. And God told Macinta, hey, it's on the house. But God also warned Macinta of one other thing. He said, don't make a sound or a peek. Streamed down right from the sky. It was the strangest thing to see. A nearby hunter let loose a big cry. Macinta thought, I hope God don't think that was me. But he did. Now the myth is not the only reason Maasai herd cattle. It makes sense ecologically, too. For moving around, seeking water and fresh food keeps nomad people healthy, too. Macinta. Moo, ja, fliegende Kühe. Sieht man auch nicht alle Tage. Gut, da sind wir wieder. Da stehen noch die Kühe. Und ich weiß, dass es bei den Macinta... Ja. Nein, Macinta war natürlich der Maasai aus der Legende. Dass es bei den Maasai eine Spezialität ist, das warme Blut, das frische warme Blut von den Rindern zu trinken. Und das ist eine richtige Kunst bei denen, dass sie nämlich die Halsschlagader der Kuh mit einem Pfeil anritzen. Und das müssen die natürlich so geschickt machen, weil die Haut ist nun mal dick. Das ist eine ledrige Haut. Sie müssen durchkommen, das Blut rauskommt. Sie dürfen aber auch nur so einen kleinen Schnitt machen, dass die Kuh nicht verblutet und stirbt. Denn eine tote Kuh ist keine gute Kuh. Denn sie brauchen die Kühe, davon leben sie ja. Und ja, das fasziniert mich schon ziemlich. Ich weiß nicht, ob ich wirklich das rohe Blut, das frische Blut einer Kuh trinken würde, wenn es mir angeboten würde. Aber ich finde es interessant, so zu sehen, wie andere Kulturen leben. Und ihr sagt bestimmt auch mäh. Nein, wahrscheinlich nicht. Naja, fast. Na du kleiner Gnom, was hast du denn zu sagen? Hör mich an, ab heute bin ich ein Mann. Voll und ganz in die Gemeinschaft der starken Männer aufgenommen. Darum ist mein Kopf kahl geschoren und mit rotem Ocker eingefärbt. Bald darf ich auch heiraten. Na dann, Prost Mahlzeit. Ich meine herzlichen Glückwunsch. Ja. Heute sollte ein freudiger Tag sein, aber mein Vieh ist durstig und ich muss es dringend zum Wasser führen. Es ist auch hungrig und ich muss es dringend weiden lassen. Außerdem hat meine Frau gerade ein Kind gekriegt und das muss doch gefeiert werden. Mit Blut und Fleisch. Aber mein Volk und ich haben im Moment andere Probleme. Bestimmt würde einer meiner Nachbarn einen Bullen stiften, aber die sind zurzeit alle in fruchtbaren Weidegründen. Vielleicht tut's ja auch eine Ziege oder ein Schaf. Nein,
Sowas haben wir doch jeden Tag auf dem Tisch. Am Tag einer Geburt muss das Fleisch eines heiligen Tieres zubereitet werden. Oder wenigstens ein kleines Stückchen eines heiligen Tieres. Kannst du vielleicht etwas spenden? Vielleicht finde ich ja was. Wir haben jetzt gerade nichts dabei, ne? Wir haben nur den Salat und die Frucht. Nee, das bringt nichts. Aber der eine hat doch Leber gehabt. Der eine Typ. Vielleicht können wir dem die Leber abnehmen und dem Maasai hier geben. Ja, gucken wir da einfach mal nach. Reisen wir zu dem Zahnhaus von den Zahnfeen. Und gucken mal, ob wir da nicht irgendwas abschlagen können. Also das würde mich doch jetzt stark wundern. Wenn nicht, dann gehen wir wieder zurück nach Indonesien, weil da weiß ich noch, was wir jetzt tun können. Und dann halt wieder zurück nach Afrika. Denn dann bleibt uns nichts anderes übrig. Also, ja, ich bin beim letzten Mal hier rausgegangen, dann direkt das schwarze Loch. Aber das ist jetzt kein großer Unterschied zu dem vorherigen Speicherstand. So, genau der hier. Ich hatte mir nicht die Mühe gemacht, den anzusprechen mit seiner Leber. Aber vielleicht können wir den abstauben. Tja, mein lieber Flip. So, das haben wir schon gehört. Der steckt ihn in sein Ding rein. So, hallo, magst du es dir geben? Bin ich denn bekloppt? Ich esse doch nicht die Leber eines armen Tieres. Das ist barbarisch. Da würde ich eher noch Sauerkrautsaft trinken. Bin ich denn bekloppt? Ich esse doch... Kann ich dir irgendwas anbieten für die Leber? So ein Salatmehl. Eine Frucht vielleicht? Was hältst du davon? Ich bin kein Naturfreund. Oh. Ah, wir können die noch mehr Leuten anbieten. Hallo? Vielleicht lange ich später noch zu. Oh, wie hübsch! Du sollst dich nicht angucken, du sollst die essen. Bloß nicht. Shaky könnte nichts mehr runterkriegen. Solange du nicht singst, ist mir das alles recht. Na gut, damit können wir nichts machen. Vielleicht, wenn die noch ihre Taube in die Handtasche steckt. Wir können hier sonst nichts mitnehmen, ne? Tauben sind einfach krass. Ja, die... Dann habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich muss stets auf meine Mädchen... Ja, bla bla bla. Na gut, dann weiß ich jetzt auch nicht weiter. Reisen wir einfach mal nach Indonesien. Ich kann das... Ah, da kann ich es doch benutzen. So, und weg mit dir, Pink Panther. Wie gesagt, ich möchte auch so ein schwarzes Loch haben. Also falls einer von euch vielleicht eins übrig habt, dann schickt mir das doch gerne zu, falls ihr mal was Gutes tun wollt, ja. Also, ich würde mich drüber freuen. So, einmal weg. Und ab nach Indonesien, damit wir wenigstens ein bisschen was schaffen. Denn soweit ich mich erinnere, müssen wir mit dem Schnabel, den wir gefunden haben, das Loch ein kleines bisschen vergrößern, um so einen Vogel rauszukriegen. Wenn ich diesen Nashornvogelbaum ein bisschen schüttle, glauben Sie vielleicht, es wäre das Männchen und kommen heraus. Ah. Schnapp ihn, schnapp ihn. Erstaunlich. Irgendwie erbaulich. Dieses Ereignis sollten wir unbedingt in einer Tätowierung verewigen. Ich habe die nötigen Wurzeln, um Farbe herzustellen. Wir brauchen also nur noch eine scharfe Spitze, die wir an einem Stock befestigen. Da habe ich was für dich. Und zwar einen Muränenzahn. Das dürfte doch genau die scharfe Spitze sein, die er braucht. Hier, bitteschön. Ein Muränenzahn. Toll. Ja, ne? Wow, das geht aber schnell. Coole Tätowierung. Hier, nimm das als Zeichen unserer Dankbarkeit. Oh, danke. Oh, tausend Dank auch. Wir müssen unsere Wanderung fortsetzen. Tschüss. So, wie komme ich jetzt an den Vogel dran? Mal gucken, einfach mal springen oder so. Er sitzt zu weit oben, ich komme nicht ran. Haben wir irgendwas? Wir haben einen Ring. Magst du eine Frucht essen, zufällig? Ja. Hier, mein kleiner Nashornvogel. Hier, du kleiner Träger der menschlichen Seele. Ich tu dir nichts. Nein. Nom, nom, nom. Und weg. Wie wär's, mein Freund? Möchtest du nicht hier drin dein Nest bauen? Ah, das will ich jetzt nicht näher betrachten. Okay.
Da ist er. Cool. Erst das, nicht das Nashorn, erst das Mammut, jetzt der Nashornvogel. Willst du den Affen nicht auch noch mitnehmen? Oder so einen Löwen? Oder genau, das Nashorn, wo wir gerade eben schon dabei waren. Das kannst du auch mitnehmen. Wobei, der Clown ist nicht in der Nähe. Das wird wahrscheinlich nicht so leicht in deinen Anzug reingehen. Ab nach Kenia wieder hier. Wir wollen ja auch noch das andere finden. Was auch immer das andere war. Ich habe es vergessen. Aber das ist ja egal. Der pinke Band hat sich gemerkt. Das Paulchen wird das schon wissen. So. Ah, den Ring können wir doch bestimmt dem Ballonfahrer geben. So als Halte-Ring. Ich habe nicht, warum der Panther zwar nicht einfach den alten Ring wiederholen konnte, aber naja, was soll's, ist mir jetzt egal. Hauptsache, wir kriegen, kommen so weiter, ne? So, und wir wollen ja den Touristen hier helfen. Vor allem den Kameramann. So. Ein Ring für dich, bitteschön. Da hast du. Gut gemacht, mein Freund. Hier ein kleines Präsent für deine Mühe. Oh, vielen Dank. Zum Wohl. Ich bin eine Zeichentrickfigur. Ich werde hier nicht, naja, vielleicht kann mir die Flasche bei der Party in der Villa von Nutzen sein. Hey, das ist eine gute Idee. Eine schöne Flasche. Dann gehen wir doch mal zurück zur Villa. Und vielleicht kriegen wir ja jetzt die Leber im Austausch gegen diese Flasche Champagner. Oder Wein oder was auch immer das war. Ich glaube, es war Champagner. Ich mag immer noch die Musik, die hier im Schwarzen Loch spielt. Hört mal hin. Okay, da kann man jetzt natürlich gerade nicht so viel hören. Man müsste ja ein bisschen länger im Loch verweilen. Aber das möchte ich euch jetzt nicht antun. Ich möchte immer weiterspielen, denn... ist einfach so. Stellt mich nicht in Frage. Champagner. Alles für dich, bitte. Kleiner Vorschlag, Flippi. Ich biete Ihnen diesen Importshampoos zum Tausch an gegen Ihre Leber. Leber? Sie wollen meine Leber? Nicht Ihre Leber, die, die Sie sich zugelegt haben. Jetzt habe ich verstanden. Abgemacht. Vielen Dank. Ein schöner Tausch, oder nicht? Nun gut. Nom, nom, nom. So. Schon wieder eine Folge, wo es die ganze Zeit ums Essen geht. Hier Salat, ein Sandwich, das wir natürlich nicht gesehen haben in dieser Folge, aber in der letzten, eine Leber und ein Gnu, das gefressen wurde. Ja, ja. Ach ja, das Spiel, das ich versucht habe zu installieren übrigens, davon werde ich auch ein Let's Play machen. Ich verrate euch aber noch nicht, um welches Spiel es sich dabei handelt. Das soll eine kleine Überraschung werden. Ich bin mal gespannt, was ihr dann dazu sagen werdet. Also, mal schauen. Mal schauen, mal schauen. Und das werde ich dann wahrscheinlich auch spielen, sobald ich Pink Panther und die Zauberformel durch habe. Also, mal gucken. So. Dum, 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 dum. Da sind wir auch wieder. Und jetzt können wir ihm eine kleine Freude machen. Mit der Leber. Hier, bitteschön. Ich hoffe, du magst es auch. Ist das etwa Leber? Ja. Und dann noch von einem Ochsen? Ja. Tausend Dank. Jetzt kann ich doch noch die Geburt meines Kindes feiern, ohne eines meiner Tiere opfern zu müssen. Passt auf, Tierchen. Bald ziehen wir zu besseren Weidegründen. Hey, Schatzilein! Diese rosarote Katze hat uns ein großes Stück Leber geschenkt. Das ist doch wirklich aufmerksam. So bin ich halt. Vielen Dank nochmal. Du bist wirklich großzügig, das kann ich bezeugen. Warum ist ein so netter Kerl so traurig? Ein kleines Mädchen ist sehr krank geworden, sie wacht nicht mehr auf. Das ist ja eine echte Tragödie. Kinder sind doch die Sonnenstrahlen unseres Alltags. Weißt du was? Ich kenne einen Sprechgesang, der helfen könnte. Er heißt Olapa Oibor Inkera. Was bedeutet das? Kinder sind der strahlende Mond. Aha. Wenn du diesen Hilferuf an den großen roten Gott richtest, lässt er vielleicht Gnade walten. Weißt du, es gibt zwei Götter. Den schwarzen Gott und den roten Gott. Der rote Gott ist böse. Der schwarze Gott ist der Gute. Der schwarze Gott lebt unter den Menschen. Der rote Gott dagegen lebt über ihnen. In gewisser Weise bist du ein Rotkopf. Ich danke dir, dass du mich belehrt hast.
Wie sagtest du noch, lauten die drei Wörter? Du kannst sie dir bestimmt leicht merken. Es ist ein altes Maasai-Sprichwort. Ich werde es anwenden als Fürbitte. Wie hieß es doch gleich? Olapa Oibor Inkera. Olapa Oibor Inkera. Oh, nicht schlecht. Olapa Oibor Inkera. Danke dir, Alterchen. Du hast mir mehr geholfen, als du ahnst. Ja, war's das? Brauchen wir das für den Zaubertrank? Hm. Ach, bisher, ich wollte eigentlich gerade den Part beenden, aber wenn das wirklich die Zutat ist, dann wollen wir Violet doch nochmal eben helfen und sie von dem Schlafzauber befreien. So, als krönender Abschluss der Folge. Was haltet ihr davon, hä? Wenn ihr es so findet, dann macht es einfach aus und schaltet genau hier wieder ein, wenn die nächste Folge hochgeladen ist, damit ihr dann das als Anfang der nächsten Folge seht und so, bla bla bla. Egal. Wir gehen jetzt auf jeden Fall zurück in die Villa, in die Zahnvilla. Na, das schwarze Loch kann ich leider nicht beschleunigen. Aber das macht nichts, es geht ja doch noch relativ schnell. So, und ab damit. Das schwarze Loch wird wieder ins Hemd gesteckt. Und dann die Treppe hochgelaufen. Aber immer diese schwarzen Kreise, das nervt ein bisschen. Aber egal. Die Ladezeiten sind jetzt auch nicht irgendwie so besonders schlimm. Deswegen ist halt nur nervig, wenn man schnell hintereinander die Szenen wechseln möchte. Dann ist es immer so, Kreis zu, Kreis auf, Kreis zu, Kreis auf. So. Na, Violet, ich hoffe, du träumst schön, denn wir werden dich jetzt gleich aufwecken. Wir brauchen einmal den Vogel. Hallo, wo ist eigentlich das Mammut hin? Hm, wo ist das hin? Das kann nicht durchs Fenster abgehauen sein. Wow. Was zum... Schöner Synchrontanz. Aber was soll das darstellen? Eine Feder vom Seelenträger. Man kann ja nie wissen. Meine Anweisungen verlangten auch die traurige Bitte eines Rotkopfes. Ah, okay. Dann war das die Zertitudes-Zutat. Was bedeutet, dass das hier ja schön da reinkommt? Ich finde das cool. Oibor Inkera. Und rein da. Olapa Oibor Inkera. Noch mal tanzen? Hä? Cool. Diesen traurigen Sprechgesang habe ich von einem Rotkopf. Er ist ein sehr netter Kerl. Du solltest vielleicht noch ein bisschen weiter singen. Kannst du wieder. Und du solltest ruhig noch ein bisschen weiter tanzen. Okay. War es das nicht? Reicht das nicht? Warum funktioniert das nicht? Gehört nicht irgendein Zauberspruch dazu? Stürmisch ist krank. Manche Mädchen, Gummistiefel fallen. Andere werfen Zauber. Hoppla hopp, öffne ihre Augen. Wie soll ich es nur erklären? Ich hatte immer das Gefühl, dass mir eine geheimnisvolle magische Macht weiterhelfen würde. Jetzt habe ich dieses Gefühl nicht mehr. Ich bin allein und von jeder Zauberkraft verlassen. Du musst es weiter versuchen, Nathan. Violet zuliebe. Nichts gelingt mir. Ich bin ein Versager. Ich glaube nicht, dass das Zaubertränklein stark genug ist, mein Freund. Wie wäre es, wenn ich ein bisschen Gemüse hinzufügen würde, damit der Zauber ausgewogen ist und vielleicht auch ein bisschen gemüsiger? Du willst echt mit einer Zauberformel rumfuschen, Panther? Das ist eigentlich nie eine gute Idee, aber uns bleibt nichts anderes übrig, deswegen tun wir mal den Salat da rein. Ich glaube nicht, dass das Zaubertränklein stark genug ist, mein Freund. Wie wäre es, wenn ich ein bisschen Gemüse hinzufügen würde, damit der Zauber ausgewogen ist und vielleicht auch ein bisschen gemüsiger? Das kann nicht gut enden. Shit, schick. Ah, was für ein hübscher Bengel. Sieht so aus, als hätte meine Mutter gebacken. Igitt. Oh. Ich sag doch, das war nicht gut. Hey, Violet. Wie war das Nickerchen? Tschüss, Violet. Nur gut. Ja. Fusche niemals mit Zauberformeln oder Zaubertränken rum. Das kann nicht gut enden. Ja, Monster Violet. Und jetzt ist sie auch noch aus der Tür raus und womöglich runter zur Veranstaltung. Wie auch immer. Das war's jetzt bis
hierhin für heute. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Wieder ein schöner Cliffhanger hier. Ja, schön, schön. Sowas mache ich immer gerne, solche Cliffhanger. Das ist... naja, egal. Wir sehen uns dann später wieder. Ich speichere nochmal. Unter Pink 2. Nein. So, Pink 2. Und... ja. Ciao.